Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zum heutigen Update. Kapitalmärkte im Spannungsfeld zwischen Rezession und Bullenmarkt, wie ich zu dieser Aussage komme, das möchte ich Ihnen gerne in den nächsten Minuten erläutern. Insbesondere auch die strategischen Themen sollen heute mal einen größeren Ausschlag finden. Es wird ja viel diskutiert auf politischer Ebene, auch innerhalb der Gesellschaft. Und ich denke, es gibt einige wesentliche Konsequenzen, respektive zumindest einige Themen, über die wir uns im Kontext der Vermögensstrukturierung Gedanken machen können. Zunächst der Einstieg ins Big Picture. Und hier habe ich Ihnen eine Grafik mitgebracht eines Institutes, der Ferry Cognitive Finance Institute, Ferry Trust, einem Vermögensverwalter in Bad Homburg. Und die haben vor einiger Zeit eine sehr schöne Studie zum Thema Geldpolitik und Konsequenzen herausgebracht. Und aus meiner Perspektive, die zentrale Grafik, die habe ich Ihnen mal dargestellt. Und was Sie hier sehen können, ist die Thematik, in der wir uns befinden, nicht im Day-to-Day-Business, sondern wirklich vom strategischen Gesichtspunkt aus, das Big Picture hier entsprechend dargestellt. Sie sehen, irgendwann ab dem Jahr 2000, wir haben eine stagnierende Wirtschaft gehabt, die Schulden wurden immer ein größeres Thema, die Notenbanken haben immer wieder eingegriffen, wenn die Wirtschaft sich abgeschwächt hat. Man hat auch von dem sogenannten Notenbankput gesprochen. Wir haben dann zum Teil Exzesse gesehen, die dazu geführt haben, dass Immobilienbesitzer in den USA Kredite bekommen haben, obwohl sie gar kein Einkommen hatten, sogenannte Ninja-Kredite, no income, no job, no assets. Trotzdem gab es Kredite. Die Kredite hat man weiter verpackt und hat sie dann an irgendwelche Fonds weiterverkauft, an irgendwelche Anleger. Auch die deutschen Landesbanken waren ja da betroffen. Also diese Themen haben wir gesehen. Dann gab es die große Hypotheken- und Finanzkrise in den Jahren 2008, 2009. Wir haben gesehen, dass Banken pleite gehen können. Denken Sie an Lehman Brothers. Wir haben gesehen, dass Staaten nicht mehr in der Lage sein können, ihre Kredite zu bedienen. Nicht im weiten Argentinien, im weit entfernten Argentinien, sondern auch in Europa. Stichwort Griechenland. Und Sie sehen das hier sehr schön, auch diese Prozesse, die wir dann gesehen haben. Wir haben deflationäre Risiken gesehen. Die Kreditklemme, die wir im Jahr 2008 gespürt haben, die wir heute nicht spüren aufgrund der Gegenmaßnahmen. Auch systemische Verwerfungen spielen ein großes Thema. Und dann haben wir gesehen, diese Reaktion unkonventionelle Geldpolitik, das sehen Sie hier. Zuerst waren negativ verzinste Anleihen ein Thema, dann gab es negativ verzinste Kontoguthaben. Diese Themen bewegen uns. Quantitative Easing, der Eingriff der Notenbanken in den Preisbildungsmechanismus am Markt, der indirekte Zugriff auch auf die staatlichen Finanzen in der Form, dass die Notenbanken die Staatsverschuldung finanzieren, also eine massive monetäre Verwässerung und dann demzufolge dann diese ganzen Diskussionen rund um die alternative Geldpolitik. Sie sehen hier, wir sind im Jahr 2019 angekommen und da haben wir viele Themen mit, brauchen wir eine neue Geldtheorie, bei der man eigentlich sagt, staatliche Defizite spielen keine Rolle. Der Staat kann Schulden machen, wie er es braucht. Die Notenbanken können das finanzieren. Müssen wir uns eigentlich von alten, ordnungspolitisch geprägten Denkmustern lösen? Das Thema finanzielle Repression als Dauerthema, bei der wir feststellen, dass Zinsen unterhalb der Inflationsrate eher die Normalität sind als eine Ausnahme. Und genau diese Punkte. Und jetzt sehen wir hier auf dem Zeitstrahl, was passiert 2021, was passiert in den 20er Jahren des aktuellen Jahrhunderts. Und ich glaube jetzt auch durch diesen Corona-Effekt sehen wir unheimlich vieles, was man erwarten konnte im Zeitablauf. Machen wir uns klar, die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre in den Industrienationen, die gehen in den Ruhestand. Dann werden aus abstrakten Versprechen, für die geringe Reserven da sind, harte Zahlungsversprechen. Das belastet die nationalen Haushalte auch in Deutschland in einem ganz massiven Niveau. Wenn Sie sich Hochrechnungen anschauen, dann kommen Sie irgendwo dahin, dass die Arbeitnehmer 40% Rentenbeitrag zahlen müssten, um die aktuelle demografische Struktur zu finanzieren. Das ist natürlich alles nicht haltbar. Die Politik schiebt diese Themen weg. Und nun haben wir zu allem Überfluss noch das Corona-Thema on top. Und Sie sehen es hier, wie gesagt, die Grafik aus dem Jahr 2019. Und Sie sehen das hier, eine Politisierung der Notenbanken. Das heißt, wir sehen vor allem eine offene Geldschöpfung. Wir sehen die Staatsfinanzierung durch die Notenpresse. Das natürlich immer noch indirekt, weil die Staatsanleihen erst, zumindest im Wesentlichen, durch Banken gekauft werden und werden dann erst weitergeleitet an die Notenbank. Deswegen ist es indirekt. Aber wir wissen natürlich alle, dass es natürlich am Ende des Tages
eine sehr direkte Thematik ist. Und was ich dann schon noch im letzten Webinar angesprochen habe, meine persönliche Meinung wird dann auch die sein, wir haben diese zunehmende Übernahme von Staatsschulden durch die Notenbanken. Und ich glaube, wir werden irgendwann sehen, dass die Notenbanken den Staaten einen Teil ihrer Schulden erlassen werden, damit das Ganze gesellschaftspolitisch gut funktioniert und nicht einzelne Länder, die übermäßig stark verschuldet waren, schon vor Corona, denken Sie an Italien und Spanien, aber denken Sie auch beispielsweise an Frankreich, wird es jetzt so sein, dass Deutschland überproportional viele Schulden aufnehmen muss, um dann, wenn man die Schulden herabsenkt, das für alle gleich tun zu können, damit das Ganze nicht zu großen Diskussionen auch in den verschiedenen Ländern führt. Sie wissen, die Pro-Kopf-Vermögen beispielsweise in Italien deutlich höher als in Deutschland. Also da gibt es viele Punkte, über die muss man natürlich diskutieren. Am Ende des Tages, Sie sehen das hier, finanzielle Zerrüttung und dementsprechend auch die Thematik des anhaltenden Niedrigzinsregimes, die umfassende monetäre Manipulation und auch Repression. Auch die jetzigen Maßnahmen werden ja das Nullzinsumfeld auf Jahre zementieren. Das sind die Themen, die uns begleiten. Und ich denke dementsprechend, dass der strategische Rahmen, in dem wir uns auf absehbare Zeit befinden, das war vor Corona klar. Corona wird jetzt aber nochmal die Geschwindigkeit, in der gewisse Themen ablaufen, die wird sie deutlich beschleunigen. Denken Sie dran, das Thema Staatsverschuldung in Deutschland. Ohne Corona hätte man nie eine Staatsverschuldung, die sich in so kurzer Zeit so stark aufbläht. Man hätte nie Eingriffe in das System in diesem Maße. Sie können momentan unheimlich viel rechtfertigen und Rechtfertigungsgründe, da wird es in nächster Zeit noch genügend geben. Denken Sie an das Thema Klimawandel, ob menschgemacht oder nicht menschgemacht, da wird es finanzielle Konsequenzen geben. Die müssen finanziert werden. Denken Sie an das Thema Eingang der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand. Auch das muss finanziert werden. Denken Sie an das Thema Flüchtlingsintegration, auch Bevölkerungsströme, die sich verschieben. Afrika, sehr viele Menschen, sehr jung. Europa, weniger Menschen, stagnierende Population, eher älter vom Durchschnittsalter. Also auch hier gibt es unheimlich viele Themen, die nicht nur gesellschaftspolitischen Diskussionsstoff liefern, sondern die am Ende des Tages auch große finanzielle Ressourcen erfordern. Ein Land wie Deutschland kann das noch vielleicht leisten. Andere Länder sind da bereits am Ende der Leistungsfähigkeit. Und von daher, dieses Thema Monetarisierung der Staatsverschuldung wird ein ganz, ganz großes Thema sein, was uns noch bewegen wird. Wenn wir von diesem großen Bild hinunterkommen auf die aktuellen wirtschaftlichen Daten, dann kann man das relativ kurz zusammenfassen. Wenn Sie die Stimmung in der Wirtschaft betrachten, dann ist die sehr mies, hier mal dargestellt für die deutsche Wirtschaft gemessen am Ifo-Geschäftsklimaindex. Aber wenn Sie Daten aus China betrachten, aus den USA betrachten, aus Australien oder aus Japan, die Lage ist überall gleich. Sie wissen, das darf uns nicht überraschen. Die Politik hat die Wirtschaft in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt. Dementsprechend die wirtschaftliche Aktivität mit dem größten Einbruch wahrscheinlich der Geschichte, zumindest dem größten Einbruch in Nichtkriegszeiten. Also müssen alle Indikatoren, bei der Sie die Stimmung abfragen oder bei der Sie harte Daten messen, die müssen natürlich historisch schlecht sein. Deswegen auch nochmal nicht nur die Wirtschaft betroffen, sondern auch der Konsument, auch hier nochmal dargestellt, das Ganze für Deutschland, die Stimmung unter dem deutschen Konsumenten, das GfK, Consumer Klima Index. Und auch da sehen Sie hier, der Wert hat sich massivst reduziert. Historisch quasi ohne Beispiel. Sie sehen hier diese kleine Reduktion im Rahmen der Finanzkrise, die viele Anleger gar nicht richtig wahrgenommen haben, respektive viele Personen. Und jetzt ein ganz, ganz anderes Thema und die Frage, die niemand beantworten kann: Wie schnell wird der Konsum zurückkommen? Wie stark werden die Personen, die Verbraucher, verunsichert sein durch mögliche Arbeitsplatz? Unsicherheiten, wie stark wird man auch wieder in die Gaststätten gehen, auch wenn sie wieder offen sind, weil man Angst hat vor Ansteckungsketten. Also unheimlich viel Unsicherheit und dieses Spektrum, da sie nicht wissen, wie sich das wesentliche Element in der Wirtschaft verhält, eben der Mensch in seinen Funktionen als Konsument, als Verbraucher, als Sparer. Dementsprechend auch die Bandbreite der Prognosen sehr breit, das was den Wirtschaftsrückgang anbetrifft. Und daher muss man sagen, da muss man sehr vorsichtig momentan sein. Ich denke, es macht keinen Sinn, sich auf eine extreme Depression hin zu positionieren. Dafür sind einfach die Interventionen der Notenbanken und der Staaten zu groß. Es macht aber auch keinen Sinn zu sagen, alles ist morgen wieder gut, weil ich glaube, so wird der Mensch nicht ticken. Wir werden Zeiteffekte haben, sei es im Konsumverhalten, sei es in den Lieferketten. Also von daher, diese Positionierung in der Mitte, diese neutrale Position, ausgehend von der eigenen Finanzplanung, der eigenen Vermögensstrukturierung, aus meiner Perspektive immer noch die geeignete strategische Perspektive,
um von dieser Basis dann auch taktische Entscheidungen treffen zu können und nicht aufs Geratewohl auf Basis von Schlagzeilen, Meinungen oder ähnliches hier entsprechend seine Anlagestrategie auszurichten. Wenn wir über die Konsequenzen sprechen, dann haben wir Konsequenzen natürlich von der staatlichen Seite. Der Staat hat ja bewusst entschieden, die Wirtschaft hier in den Tiefschlaf zu versetzen. Und Sie sehen hier mal, das habe ich mir von der HAKO Trust aus Bad Homburg ausgeliehen. Und da sieht man mal die Fiskalausgaben in Prozent der Wirtschaftsleistung des jeweiligen Landes. Und da sehen Sie 2008 bis 2010, also eben das Zeitfenster der Finanzkrise, hier entsprechend in Blau und entsprechend in diesem braunen Ton dargestellt, jetzt im aktuellen Umfeld 2020. Und schauen Sie beispielsweise mal auf Japan. Da gibt es gar nicht so viel Corona-Fälle. Trotzdem die Maßnahmen über 15% der Wirtschaftsleistung exorbitant groß. Aber der Blick auch schon auf die Nummer 2 Deutschland. Sie sehen es, gemessen an unserer Wirtschaftsleistung, das zweitgrößte Programm setzt sich ja zusammen aus verschiedenen Maßnahmen. Aber was ich Ihnen nur zeigen möchte, ist, dass wir natürlich einen großen Schaden in der Wirtschaftsleistung haben werden. Wie groß der sein wird und wie der sich verteilt über die nächsten Monate und Jahre, schwer zu verteilen. Aber was klar ist, für die Staaten scheint es hier keine Grenzen zu geben. The sky is the limit. Also das, was die Notenbanken in Form von Mario Draghi 2011 schon mal kommuniziert haben, whatever it takes, damals um Spekulationen gegen den Euro zu unterbinden, scheint es hier nun, whatever it takes, um die Wirtschaft hier zu stabilisieren, das scheint momentan das Motto der Stunde zu sein und dementsprechend auch die Staatsverschuldung in Deutschland, die wird natürlich nach oben gehen, in absoluten Zahlen, die wird natürlich nochmal, wenn Sie die Wirtschaftsleistung in Relation setzen zur Verschuldung, dann führt natürlich eine geringere Wirtschaftsleistung bei stärkerer Verschuldung dazu, dass der Quotient nach oben geht. Auch das wird natürlich ein Thema sein. Also da werden wir noch uns längere Zeit mit beschäftigen. Die Frage, die man sich stellt, zumindest oberflächlich in der Öffentlichkeit, und man dieses Bild, das ich als Möglichkeit skizziert habe, des Schuldenerlasses als harmonisierten Prozess über die Notenbanken, wahrscheinlich auf globaler Ebene, ist natürlich die Frage, wenn das nicht so kommt oder es dauert zu lange, weil man sich nicht durchringen kann oder weil der gedankliche Schritt zu groß sein soll, dann ist natürlich die Frage, wer soll es bezahlen? Da sind wir beim Thema Vermögensabgabe. Gibt hier schon eine Studie des wissenschaftlichen Dienstes, wo es darum geht, inwieweit die Vermögensabgabe zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie verfassungsgemäß wäre oder nicht. Da wird auch kein klares Bild abgeworfen. Tendenziell Vermögensabgaben sollten eigentlich nur dann stattfinden im Nachgang eines Krieges, wenn wirklich die wirtschaftliche Situation extrem hoch ist. Da muss man aktuell sagen, die Staatsverschuldung in Deutschland ist für sich betrachtet nicht extrem hoch. Sie ist im internationalen Kontext eher niedrig und die Kapitalaufnahmefähigkeit von Deutschland als Schuldner am Kapitalmarkt ist exorbitant gut. Wir bekommen Geld immer noch zu Null- und Negativzinsen hinterhergeworfen. Also das Ganze muss man erstmal begründen. Von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diese einmalige Vermögensabgabe bekommen. Ich kann mir eher vorstellen, dass man an der Einkommensteuerschraube drehen wird, dass wir typische Themen, die der Staat schon oft diskutiert hat, wie die Begünstigung von Immobilieneigentum, die Spekulationsfrist nach 10 Jahren, dass man da vielleicht mal rangehen wird, dass man nochmal über die Begünstigung für Betriebsvermögen diskutieren wird, dass man nochmal über Abgeltungssteueraspekte diskutieren wird. Also diese Themen kann ich mir vorstellen, aber der Staat ist erfinderisch, Argumentationsketten sind heute schnell zu finden und von daher, man muss das Thema auf dem Schirm haben, weswegen wir noch in der vergangenen oder vorletzten Woche bereits mal das Thema Vermögensübertragung in der Familie als Thema nahegelegt haben, weil eins ist auch klar, eine Vermögensabgabe knüpft an beim Vermögen pro Kopf. Und wenn ich mein Vermögen innerhalb der Familie verteile, behalte mir als Schenker natürlich noch entsprechend übervertragliche und gesellschaftsrechtliche Konstellationen, hier entsprechende Mitspracherechte vor, habe ich hier natürlich Möglichkeiten, die Vermögensabgabe oder sonstige Belastungen, die an der Vermögenshöhe anknüpfen, natürlich zu reduzieren. Also vielfältige Themen. Sie sehen, wie wichtig es ist, vom globalen Bild, von der volkswirtschaftlichen Thematik, nicht nur heute, sondern im Big Picture über den längeren Zeitraum, die Brücke zu schlagen zur persönlichen Vermögensstruktur. Nicht nur dahin habe ich 10, 15, 20 oder 50% Aktien im Portfolio, sondern auch wirklich, wie ist meine Planung im Familienkontext? Wie kann ich Vermögen übertragen? Wie wirken Ertragssteuern wie Einkommens- und Abgeltungssteuern im Kontext mit Substanzsteuern, also Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer oder auch Vermögenssteuern und Vermögensabgaben? All die
Themen muss man berücksichtigen und zeigen nochmal sehr deutlich, warum integrierte Finanzplanung, Vermögensstrukturierung und dann auch Vermögensverwaltung ein essentielles Thema sind, was betrachtet werden muss und was wir Ihnen natürlich auch anbieten. Wenn wir wieder zurückgehen auf die Basisthemen der Kapitalmärkte, dann sehen wir aktuell eine sehr starke Entwicklung. Sie können das hier entsprechend mal sehen. Globale Aktien, Sie sehen es hier noch auf 12-Monats-Sicht, sorry, seit Anfang des Jahres rund 15% im Minus. Wir haben hier diesen brutalen Abschlag gesehen mit jenseits der 30%. Es ging schon stärker runter in Rezessionen, aber die Geschwindigkeit war wirklich einmalig schnell. Und von der Definition her spricht man dann von einem Bullenmarkt, wenn Aktienmärkte um mehr als 20% steigen. Und genau das ist, was wir gesehen haben. Von Tiefspunkt hier, Ende März, sind Aktienmärkte wiederum um mehr als 20% gestiegen. Also wer momentan sehr stark sich an Definitionen festhalten möchte, der muss sagen, wir sind in einem neuen Bullenmarkt. Nun ja, ich glaube, das fällt einem schwer in der Annahme, weil die wirtschaftlichen Schlagzeilen haben Sie gesehen, aber rein definitionsgemäß wäre es der Fall. Was hat gut funktioniert? Gold profitiert natürlich davon, dass die Notenbankinterventionen, die steigende Staatsverschuldung, mögliche Inflationsgefahren, die Situation am Ölmarkt und, und. Das spricht natürlich alles für das gelbe Edelmetall. Von daher, Sie wissen auch, wir sind ja ein großer Edelmetallfreund. Es ist ein elementarer Bestandteil jeder Vermögensstruktur, aber auch hier gilt, die Dosis macht das Gift. Anleihen auch haben das getan, was sie sollten. Nach diesem kurzen liquiditätsbedingten Rücksetzer wieder entsprechend stabilisiert und entsprechend hier die Unternehmensanleihen, Hochzinsmarkt, die sind noch deutlich im Minus, haben sich aber auch durch die Notenbankinterventionen, auch durch Lockerungen in der Ankaufspolitik der Notenbanken, was Anleihen betrifft, auch hier kommt ein bisschen mehr positive Stimmung in die Märkte zurück. Jetzt muss man sagen, für die Wirtschaftsnachrichten, für 26 Millionen neue Arbeitslose in den USA, dann sind 15% am Rückgang am Aktienmarkt eigentlich nichts. Und das, glaube ich, auch das Problem, was viele beschäftigt. Soll man momentan auf die Wirtschaft schauen, die anzeigt, liebe Anleger, bitte seid vorsichtig, es wird Zweitrundeneffekte geben, es gibt noch keinen Impfstoff, wir wissen alle nicht genau, was kommt. Oder muss man sagen, nein, wir schauen noch 2, 3 Quartale in die Zukunft, weil eins ist klar, die Zinsen sind bei Null, die Druckerpresse hat unendliche Feuerkraft, der Arbeitgeber der letzten Instanz ist der Staat, denken Sie an Kurzarbeitergeld, der Partner, der sich am Unternehmen beteiligen kann, der letzten Instanz ist der Staat und der Finanzier der letzten Instanz ist die Notenbank und die Notenbank hat unendliche Feuerkraft. Also zwei Perspektiven, die schwer zu begründen sind, also schwer zu begründen, mit welche ist jetzt besser oder schlechter, weswegen ich auch weiterhin die Meinung vertrete, wenn Extreme, und ich denke, das waren eben zwei dargestellte Extreme, wenn die jeweils gut zu begründen sind, dann ist es umso schwerer in der Mitte zu bleiben, aber ich denke, diese Mitte, diversifiziert, entsprechend ausgerichtet an der persönlichen Lebenssituation, das ist momentan weiterhin der richtige und korrekte neutrale Ausgangspunkt für jede Form der finanziellen Entscheidung. Wenn wir uns mal einen typischen Verlauf anschauen von Marktbewegungen, dann sehen Sie hier auf der Hochachse das Thema Valuation, also im Endeffekt auch Bewertungen. Und hier unten sehen wir auf der horizontalen Achse das Thema Zeit. Und dann sehen wir oft so eine Phase, sagt man das Smart Money, die Großanleger, die kaufen schon. Und dann sehen Sie, ja gut, die Bewertungen, die steigen so ein bisschen. Dann sieht man institutionelle Investoren, die steigen auch auf ein Thema mit ein. Dann korrigiert es mal ein bisschen, aber der Trend ist intakt. Dann geht das Ganze in die Medien ja auch hier hinein. Und dann kommen im Endeffekt auch dann die ganze Gier und Ähnliches kommt dann on top. Irgendwann sagt man, neues Paradigma, Immobilienpreise können nie mehr fallen. Das haben wir in den USA gesehen, 2008, dass sich das ändern kann. Zinsen können nie mehr steigen. Also dann finden sich oft solche neuen Themen. Und dann kommt es natürlich anders, als man denkt. Dann kommt der Markt zurück. Beispielsweise nehmen Sie jetzt dafür den Aktienmarkt. Und die Diskussion, die man nun führen kann, ist, sind wir aktuell, ist dieser Aufschwung, den ich eben noch als Bullenmarkt gezeigt habe, ist es hier einfach nur diese Bärenfalle, also diese Bewegung hier jetzt nach oben. Man denkt, es wird wieder normal, dass sich also Schäden durch Corona und Gegenmaßnahmen, die gegen die wirtschaftlichen Aspekte wirken sollen, dass die sich aufheben und dann geht es halt doch stark nach unten. Oder sind wir vielleicht schon hier unten? Das heißt, wir hatten diesen massiven Abschwung, der Markt hat kapituliert und wir sind jetzt eigentlich hier wieder bei der Rückkehr zum, naja, zum Mittelwert, zur normalen Wirtschaft,
Also brutale Rezession nach unten, über 2, 3 Jahre Erholung durch die Notenbanken und die Staaten getrieben, vielleicht auch irgendwann dadurch getrieben, dass man sagt, es muss eine Inflation kommen. Wenn die Inflation kommt, dann habe ich halt lieber Aktien und Gold, als eben einen Cash auf meinem Konto zu setzen oder eben mir kurzlaufende Staatsanleihen zu halten. Also das ist das große Thema. Und ich denke, diesen Verlauf, den kann man auf viele verschiedene Vermögensklassen anwenden. Man sieht das oft. Private Equity, so ein Thema, was wir auch viel diskutiert haben mit Anlegern, wo wir das Gefühl hatten, so Ende letzten Jahres, es ist so ein Hype. Jeder möchte auf einmal Private Equity. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Das können Sie, wie gesagt, auch auf Gold anwenden, auf Aktien. Und dementsprechend, ich finde, dieser typische Verlauf ist immer ganz interessant auch, sich eben klarzumachen. Und je nachdem, ob Sie jetzt für die Konjunktur und die Aktien skeptisch sind, der Skeptiker wird sagen, wir sind hier in der Bullenfalle. Diese Bewegung nach oben, die ist im Endeffekt nicht gerechtfertigt. Es muss wieder runtergehen. Die Optimisten werden sagen, wir hatten schon diesen massiven Absprung und jetzt haben wir eine neue Phase nach oben und begründen das damit, dass eben die Zinsen niedrig und die Staaten viel intervenieren. Also, beide Vergleiche kann man gut hier ziehen, beide Vergleiche. Wenn wir zunächst einmal nochmal genauer in die einzelnen Vermögensklassen hineintauchen, dann blicken wir zunächst auf die Aktien. Sehr interessant. Sie wissen, wir schauen nicht auch nur auf die Regionen, auf Länder oder auf Branchen, sondern insbesondere auf Charakteristika und schauen uns an, wie haben Gruppen von Aktien, die gleiche Charakteristika teilen, wie haben die sich verhalten? Und wir sehen schon hier, das ist sehr interessant. Bisher waren die defensiven Aktien, die haben eigentlich in dem Szenario am besten abgeschnitten. Da, die haben dieses Jahr am wenigsten Geld verloren, -9% lediglich aktuell. Aber mittlerweile wurden die überholt von dem Thema Momentum-Aktien. Bei Momentum finden Sie Unternehmen höher gewichtet, die jetzt aktuell, da ist viel Technologie drin, da finden Sie aber auch defensive Titel drin. Also Momentum gewichtet immer das am stärksten, was in der jüngeren Vergangenheit überdurchschnittlich stark gelaufen ist. Und das auch ein Thema, was wir Ihnen hier mal vermitteln wollen. Den einen Aktienmarkt gibt es nicht. Und der DAX, auch wenn Sie den immer in der Tagesschau sehen, das ist mit Sicherheit nicht der Aktienmarkt. Auch Deutschland ist nicht der Aktienmarkt, sondern der Aktienmarkt ist global. Die haben fast Industrienationen, die haben fast Schwellenländer. Und ein Segment, was man betrachten kann, sind die Industrienationen und dort eben die Charakteristika. Und da sehen Sie, haben wir genau das erlebt, was man auch erwarten würde. Defensive Aktien haben sich stabiler gehalten als Unternehmen, die momentan schwierigeres Fahrwasser haben, Unternehmen, die günstig bewertet sind oder auch sogenannte Small Caps, also Unternehmen, die eine geringere Marktkapitalisierung haben, weil in schwierigen Phasen müssen die immer deutlich stärkere Abschläge in Kauf nehmen. Das Thema Liquidität spielt da auch eine entsprechende Rolle. Also das hat sehr gut funktioniert. Sie wissen, wir haben am stärksten fokussiert vor der Krise das Thema Low Volatility. Das finden Sie auch in unseren Faktorportfolios sehr stark abgebildet. Auch das Thema Quality, ein Punkt, den wir stark gewichtet haben. Und dann eben an dritter Stelle auch Markt. Minimal gewichtet oder gar nicht berücksichtigt das Thema Value beziehungsweise auch hier Small Cap. Und da sehen Sie schon, innerhalb einer Aktienquote, Sie können mit der gleichen Aktienquote sehr unterschiedliche Rendite-Risikoprofile erzielen. Von daher, wenn Sie daran denken, Aktienmarktrisiko hoch oder runter zu nehmen, das eine ist, die Aktienquote selbst zu verändern, das andere ist, die Charakteristika des Aktienportfolios zu verändern. Und beide Stellschrauben sollte man nutzen, nicht überproportional, nicht zu hektisch, es ist immer ein Risiko, Fehlentscheidungen zu treffen, sondern natürlich hier wohl dosiert auf Basis einer vernünftigen Überlegung. Jetzt sehen wir hier nochmal den Verlauf von der Marktkapitalisierung gewichteten Thematik, insbesondere dazu, dass Unternehmen, die sehr stark gelaufen sind, einen hohen Anteil aktuell an den Märkten haben. Sie sehen hier den S&P 500. Ich denke, nach dem globalen Aktienmarkt, der Index, auf den die meisten Investoren auf globaler Ebene schauen. Und da sehen Sie hier in der Hochachse dargestellt, welchen Anteil die 5 größten Unternehmen haben. Und da sehen Sie, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet und Facebook haben in Summe über 21% der gesamten Marktkapitalisierung dieses Index, der sich aus 500 Titeln zusammensetzt. Und solche Konzentrationen sehen wir in vielen Indizes aktuell. Und das ist ein Thema, was man auf dem Schirm haben muss, weil natürlich ist es plausibel, dass die Unternehmen, die unheimlich hohe Gewinne machen, die hohe Margen haben, oft eine geringe Verschuldung aufweisen, dass die sich deutlich besser entwickeln als der Markt, auch immer teurer werden. Aber die Frage, die wir uns als Anleger stellen müssen, ist nicht irgendwann das, was plausibel ist,
zu teuer bezahlt. Also steckt da nicht zu viel Erwartungshaltung drin, was dementsprechend die Aktionärsrendite auf Sicht der nächsten 5 bis 10 Jahre in der Erwartungshaltung nach unten zieht. Also auch diese Überlegung muss man natürlich anstellen. Von daher auch bei Indexfonds, auch bei aktiven Fonds, die als Vergleichsmaßstab Indizes haben, man muss diese Konzentrationsrisiken sehr im Blick haben, weil irgendwann wird wahrscheinlich dieser Trend zu Wachstumsaktien brechen. Man wird wieder mehr Substanz suchen, Stichwort Value. Und da muss man natürlich ein bisschen das im Blick halten und sagen, okay, das verpasse ich nicht ganz. Deswegen ist der Blick wichtig, nicht nur auf Ihre Positionen im Portfolio, also dass Sie da sehen, Sie haben einen DAX-ETF, Sie haben Apple, Sie haben Microsoft und Sie haben einen aktiven Fonds für globale Aktien von Ihrer Hausbank oder Ähnlichem, sondern nein, man muss da mit dem Röntgenblick durchgucken und muss schauen, okay, was sind die Charakteristika, gibt es da Klumpenrisiken und vor allem reflektieren die Charakteristika meiner Aktienquote als Gesamtes. Reflektiert das meine Meinung für die Zukunft, respektive reflektiert das auch eine neutrale Position oder bin ich da vielleicht auch unbewusst aufgrund der Indexberechnung, aufgrund der Konstruktionslogik jetzt eigentlich in ein Klumpenrisiko reingelaufen, was sich momentan super bezahlt gemacht hat, weil Technologie ist the place to be, aber was natürlich auf Sicht der nächsten Jahre vielleicht doch mal, wenn dieser Trend im Hintergrund irgendwann mal beginnt zu kippen, zu einer Situation führt, dass ich eben ein Risiko habe, was ich übersehe. Wenn wir vom Aktienmarkt zu den Anleihen gehen, das kennen Sie alles in den letzten Wochen, jede Woche neu gezeigt, blau Anfang des Jahres 2020, die Renditen für Hochzinsanleihen unter 3%, dann auf 8,2% gestiegen in der Krise, mittlerweile auf 5,7% zurückgekommen, also steigende Kursgewinne. Mein Tipp war immer, dass wir uns so diesen, naja, 4 bis 4,5% annähern und mal gucken, ob wir da hinlaufen. Also etwas Normalisierung am Markt, insbesondere das Liquiditätsthema, hat sich verbessert. Nichtsdestotrotz, man muss sich immer die Frage stellen, sind die Renditen angemessen für die Risiken, die ich trage? Bei Unternehmensanleihen, das ist vielleicht so ein bisschen der Sweet Spot, weil Unternehmensanleihen, sie sind Fremdkapitalgeber, das heißt, sie kriegen ihr Geld zurück, bevor der Eigentümer, der Aktionär partizipiert. Von daher nicht ganz so defensiv wie Staatsanleihen, nicht so offensiv für Aktien, kann ein Sweet Spot sein in der Mitte. Man sollte das Thema nicht mit ETFs abdecken, sondern vielleicht eher mit aktiven Fonds, auch das ein Thema, was wir in den letzten Wochen angesprochen haben, bei unseren Kunden in den Portfolios wurde das ja auch umgesetzt dementsprechend, das konnten Sie nachvollziehen, aber auch hier sehen Sie, die Renditen kamen hier entsprechend auch zurück. Wenn wir uns die Marktstimmung anschauen, auch das nochmal als abschließendes Thema, Sie wissen, unterscheiden Sie bitte zwischen der erwarteten Schwankungsbreite, die man aus Optionspreisen ableiten kann, da sehen Sie auch hier, die kam jüngst ein bisschen zurück, aber vor allem dieses Thema, haben wir finanziellen Stress im System? Und da war unsere Meinung, ja, der finanzielle Stress im System ist gestiegen. Das können Sie sehen an dem Stressindikator, den die EZB berechnet. Den sehen Sie hier in dunkelblau, der ist gestiegen. Kam aber jetzt jüngst wieder, wie erwartet, auch zurück. Gleiches gilt auch für die Kreditausfallversicherung im Bankensektor. Auch da die Prämien kommen etwas zurück. Und für die USA haben wir das Ganze hier in diesem Türkis dargestellt. St. Louis Fed, da sehen Sie auch, so, ich werde hier mal ganz kurz die Technik. Ich bin schon wieder da. Du bist schon wieder da, okay, sehr gut. Ich bin gut, schon wieder da, die Leitung hat mich einfach rausgeworfen. Also es war beendet. Dabei war ich die Nachrichten-Message gar nicht so schlecht, als dass man die Leitung hätte trennen müssen. Also der finanzielle Stress, der gemessen wird von der Europäischen Zentralbank durch einen Indikator, der sehr plausibel ist, der Stress im Finanzsystem der USA, der gemessen wird von Indikatoren, die sehen Sie hier. Beide sind angestiegen von ultraniedrigem Niveau, haben sich jüngst wieder etwas reduziert und dementsprechend auch für uns immer wichtig, wenn wir über Vermögensstrukturplanung sprechen, habe ich nur einen Anstieg der Volatilität, das ist das, was Sie hier unten sehen, war ein historisches Ausmaß, oder habe ich wirklich auch systemischen Stress, der mich dazu bringen sollte, die Sicherheit meines Bankkontos zu hinterfragen und der mich zu viel, viel weiteren Fragestellungen führt. Und wir haben gesagt, nein, wir glauben, wir haben keine Bankenkrise analog 2008.
Wir glauben, es macht grundsätzlich keinen Sinn, mehr Geld als notwendig auf dem Konto zu halten. Wenn, dann Kontoguthaben als Teil der Reserve, um es über die Zeit in die Märkte zu investieren. Aber wir halten jetzt Ausweichreaktionen, die nur darin begründet sind, Angst um das Konto zu haben, die halten wir noch für überzogen. Und Sie sehen, das Ganze hat sich auch ein bisschen beruhigt. Nichtsdestotrotz machen wir uns klar, wenn der finanzielle Stress senkt, positiv, heißt aber auch auf der anderen Seite, die Zinsen bleiben unten, der Anlagenotstand bleibt hoch, Inflationsraten höher als die Renditen, dementsprechend finanzielle Repression, Enteignung lebt als Thema. Deswegen die Unterscheidung zwischen Rücklage auf dem Konto und der Kapitalanlage in Wertpapieren, die ist wichtiger denn je. Und das sollten wir im aktuellen Umfeld auch im Hinterkopf behalten. Inflationsangst, immer wieder ein Thema, was uns insbesondere von neuen Kunden herangetragen wird. Der Herr Leichtweiß, ich habe Angst, ich habe gelesen, der Herr XYZ hat gesagt, es gibt eine große Inflation, 8, 9, 10% Inflation kommt. Gut, wir müssen uns klar machen, natürlich erstens ein Großteil dieses Geldes, der jetzt neu ins System kommt, der ersetzt ja Gelder, die auf der anderen Seite wegfallen. Also ich spreche das ja einfach nur ein Ersatz. Auf der anderen Seite ist auch Geldmengenschöpfung bei den Zentralbanken, ist ein relativ auch komplexer Prozess. Nicht alles von dem Geld kommt an der Realwirtschaft an, manches landet an den Vermögensmärkten, führt dort zu Vermögenspreisblasen, was natürlich auch wieder schädlich sein kann über die Zukunft. Die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes spielt eine große Rolle. Die Frage ist für Inflation im Konsumgüterbereich, haben wir denn eigentlich Probleme in der Herstellung oder haben wir nicht die Thematik, wir können eigentlich global genügend herstellen von allem, was gebraucht wird. Also da die Analogien 1929, die kaufe ich nicht wirklich, weil die Situation heute ist komplett anders. Nichtsdestotrotz, Inflation ist ein großes Thema, sie kann immer steigen. Deswegen, wir schauen auf die Inflationserwartungen, die am Markt gepreist werden. Der Ölpreisschock mit in der Spitze ja für einen Lieferkontrakt, ja sogar negative Ölpreise, also nach negativen Zinsen, negativen Renditen haben wir jetzt auch negative Ölpreise, zumindest im US-Öl in einem Monat. Aber die Schlagzeile ist natürlich trotzdem toll. Frau Hassenthal hat dazu auch nochmal ein erklärendes Video gemacht. Aktuell die Inflationserwartungen am Markt, die sind weiterhin für 5 Jahre, in 5 Jahren relativ niedrig. Wir beobachten das genau. Das heißt, Inflationsschutz ist momentan auch relativ günstig zu kaufen. Das bedeutet auch, man kann jetzt entsprechend hier natürlich sich darüber Gedanken machen, dass Inflation ein Thema ist, kann seine Vermögensstruktur entsprechend so positionieren, nicht auf einen Schlag, sondern sukzessive über die Zeit. Also heute definieren, wie soll meine strategische Struktur sein und dann in der taktischen Vorgabe entsprechend hier diese Struktur aufzubauen, um dann wirklich eine diversifizierte, global gestreute Vermögensstruktur zu etablieren, die so robust ist, dass sie, egal ob die Inflation steigt oder fällt, egal ob die Konjunktur in Deutschland sich gut oder schlecht entwickelt, eben die Fähigkeit hat, das Gesamtvermögen eben hier entsprechend im langfristigen Kontext natürlich auch nicht nur zu erhalten, sondern eben auch entsprechend auch zu steigern. Im Big Picture, das habe ich auch schon mal formuliert, machen Sie sich immer noch mal klar auf der Anlegerseite, was sind ihr eigentlich Ihre persönlichen Motive. Wir sind Ihr Ansprechpartner für jegliche Form, vor allem auch die Kombination der Vermögensstrukturierungsseite mit der Strukturierung von rechtlich und steuerlichen Überlegungen, mit unserem Netzwerk an Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren natürlich hier auch ein erprobtes Thema. Wir sind auch jetzt hier in der Corona-Krise dabei gewesen, mit 2 Familien eigene Familiengesellschaften aufzusetzen, um genau diese Themen steuerlicher Natur hier auch aufzufangen. Also von daher stellen Sie sich immer die Frage, wenn dieses Corona-Isolationsthema mal rum ist, was habe ich vielleicht auch für mich persönlich getan, was Ernährung, Sport und Ähnliches angeht, aber was habe ich auch auf der Vermögensseite getan, um mal für Ordnung zu schaffen und mal eine Planung hier für die nächsten Jahre auch anzugehen. So, meine Damen und Herren, in dem Sinne bin ich mit meinen Ausführungen zu Ende und freue mich nun natürlich